Altså, det Tyson Fourier, der kan vildere, og som mig, hvis det Tyson Fourier, klar, det bedste bokser kan se. Er det så 2,6 meter gross, hvad sehr gross is. Og er det einfach die längere Reichweite gehabt. Und ist inzwischen auch besser trainiert gewesen. Und so ist es eigentlich ganz klar gewesen, dass der Tyson Fourier gegen Wilder gewonnen hat. Weil der Grössenunterschied ist schon ziemlich gross gewesen. Und der Wilder hat einfach müssen einstecken und hat verloren. Durch ein technisches Call. Aber es gibt ja sicher wieder eine Revanche. Und nachher werden wir sehen, ob der Wilder inzwischen wieder besser trainiert hat. Und gegen Tyson Fourier etwas ausrichten kann. Ich bin ja gespannt, ob der Tyson Fourier den Weltmeistertitel kann.